Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple-View und zwar mit Stickman Downhill Monster Truck. Wir sind ja hier das ein oder andere Spiel schon mal durchgegangen von den Downhills, von den Stickmans. Einmal mit dem Motorrad, einmal mit dem Fahrrad. Dieses Mal geht es dann einfach mal um den Monster Truck und wir wollen uns das Ganze mal ansehen, was uns das hier so bringt. Beschleunigung, Bremsen, nach rechts und links lehnen. Man kann das auch über den Gehsensor so spielen. Die Motorsounds sind schon mal ordentlich. Kann man nicht meckern. Donnerwetter, hier kann man ordentlich Gas geben. So, hier kann man dann noch ein paar Specials machen. Ich weiß nicht, ob einem das was bringt. Ja, in dem Moment bringt es auf jeden Fall nur einen Reifenschaden. Oh, unser Stickman ist aus der Kanzel geflogen, wa? Aber gucke, wir fahren ins Ziel. Wurde das anerkannt, oder wie? Donnerwetter. Müssen wir gleich jetzt zu Ende sein hier. Ja, so, jetzt sind wir aufgekommen. Drücken wir nochmal drauf. Haben wir nicht geschafft, also nochmal von vorne. Beschleunigung das Ganze hier. Die Level werden natürlich immer kniffliger zum Ende hin. Die Animationen sind auch cool gestaltet. Sogar hier die Spritzer vom Erdboden sehen wir. Beziehungsweise sogar die Auspuffgase hinten. Also macht schon Laune. Na komm, gib mal Vollgas hier. Mit deiner Kiste. Oh hier. 50 Meter Sprung haben wir geschafft. 3 Punkte. Also 3 Sterne. Und wir haben das erste Level schon mal gerockt an der Stelle. Schon mal ziemlich cool. Weiter geht's. Vom Container runter. Also ich weiß, ich habe das Spiel mit dem Downhill-Bike am Anfang gesuchtet. Das macht richtig Spaß. Dann kam Motocross, das hat auch enorm viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird das nächste hier. Mit Monster Truck macht das auch enorm Fun. Hier hat man eine schöne Federung, Einzelradaufhängung, wie man so sieht. Top. Guck mal an hier, wie wir hier springen können. 100 Meter, dann gibt es ja wieder irgendwas. Wenn man 100 Meter springt, habe ich eben mal gelesen, bei den Erfolgen. Innerhalb von 21 Sekunden schon wieder geschafft. Meine Fresse. Das geht ja hier richtig zur Sache. Motorsound macht gut Spaß. So, ich denke mal, man kann dann natürlich auch zusätzlich noch andere Tags kaufen. Sogar beim Gras bremst uns das Ganze ein bisschen aus. Die Steine, die werden auch realistisch dargestellt. Das ist schon mal ziemlich geil. Guck mal hier, ihr könnt voll durchtreten hier. Und der kämpft sich hier den Berg hoch. Weiter geht's. So schnell wie möglich ins Ziel rein. Gucke noch ein bisschen beschleunigen und jetzt, nee, wird doch nicht gesprungen. 22 Sekunden, okay. Immer noch perfekt. Neuer Rekord haben wir aufgestellt. So, und sobald man Gas gibt, läuft, ich glaube, irgendwo die Zeit, oben rechts zum Beispiel, genau, da wird man es ganz bisschen sehen. Guck mal an hier, wie wir hier abgehen. Also ich muss sagen, das Spiel begeistert mich jetzt schon. Guck mal an hier, wie der springt. So, man kann das Ganze, wie gesagt, auch per G-Sensor spielen. Ich mache es hier lieber wie die Tastenkombination, dann kann ich das Telefon ruhig halten. Sonst seht ihr wieder nichts, wenn ich das hier versuche, mit wackelnder Kamera zu machen. Oh, aber ins Ziel sind wir fast gekommen. Uns hat es bloß lediglich die Front- und die Hinterachse gerade rausgerissen, weil ich vergessen habe, auszurichten. Wir bewerten später. Einmal noch. Ja, dann könnt ihr euch entscheiden, also dafür, dass das Spiel kostenlos im Play Store erhältlich ist, muss ich ehrlich sagen. Cooles Monster-Truck-Spiel von Ginworks, wie das immer so ist. Kann man nicht klagen. Macht immer viel Laune, von denen irgendein Spiel zu spielen. Die Stickman-Spiele sind von denen ja richtig berüchtigt und berühmt. Ja, und dann wünsche ich euch damit erstmal viel Spaß. Ich versuche ins Ziel zu kommen und wir sehen uns natürlich wie immer bei der nächsten Apple-View. Wie sollte es auch anders sein? Komm schon, diesmal schaffen wir es. Ja, alles klar. Bis zur nächsten Review. Ciao.